Ich bin ich und gleich Fly Away von Lenny Kravitz. Guten Nachmittag. Südtirol 1, der Südtiroler des Tages. An diesem Montag, der 16. Juli. Unser Südtiroler des Tages heute hat auf den Punkt gebracht, eine große Klappe. Und das war jetzt ein Kompliment. Florian Wiedmer aus Mölken hat gestern den Bundesredewettbewerb in Salzburg gewonnen. Mit seinen 18 Jahren hat er alle Österreicher sozusagen in Grund und Boden geredet. Hallo Florian. Ja, hallo, schönen Nachmittag. Grüß dich. Du hast bei der vorbereiteten Rede mitgemacht. Was war denn dein Thema? Also ich habe über Ausdauer geredet. Mhm. Ausdauer in Sport und besser in raufen Leben. Ausdauer ist, was uns einfach viel zu oft fehlt. Zunächst habe ich unsere Gesellschaft kritisiert, der was einfach zu wenig Ausdauer hat, um Projekte durchzubringen. Unsere Träume, unsere Ziele werden einfach viel zu wenig verwirklicht. Und inspiriert hat dich der Reschenseelauf. Also ich habe am Reschenseelauf teilgenommen und habe erklärt, wie man dann zu seinen Grenzen kommt und die Grenzen noch überwinden kann. Am einfachsten tut man sich über etwas zu reden, wenn man etwas Persönliches, etwas Eigenes kann reden. Und dem noch nicht perfekt. Den Lauf, ich kann beschreiben, wenn man für ein Thema brennt und das Thema wirklich mitführen kann, dann kann man auch am besten reden. Du bist ja nicht einfach hingegangen zum Wettbewerb und hast losgeredet. Da heißt es sich schon gut vorbereiten. So circa einen Monat davor habe ich angefangen zu schreiben. Nach fast täglich habe ich sie wieder durchgelesen, überarbeitet, bis ich dann mit mir selber zufrieden war. Da trommelte Österreich seine besten Jungredner zusammen und wer gewinnt? Ein Südtiroler, uns freut's. Die Konkurrenz war aber schon groß. Viele sind gute drunter gewesen, besonders aus Kärnten, ein Bauer, der hat wirklich Reden gekannt. Sie kennen auch Reden, aber ja, ohne noch nie. Und das ist das Wichtigste. Wenn du schon so eine große Klappe hast, dann hast du sicher zu Hause auch die Hosen an, oder? Nein, die Hosen haben wir dann nur die Mutti, haben wir nicht zu melden. Gut so. Du hast beim österreichischen Bundesredewettbewerb gestern in Salzburg gewonnen und dafür machen wir dich heute zu unserem Südtiroler des Tages. Ja, danke. Wir in Südtirol. Südtirol 1.